Alrighty, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir, dem Basti. Yay, ich bin wieder da. Wir schwimmen ein bisschen auf EU10, denn der legendäre Dungeon kommt, ja. Und ich kann es schon mal sagen, ich werde kein Legendary Dungeon Spezial Video mit irgendwelchen Codes oder so haben, denn ich war jetzt auch längere Zeit im Urlaub und habe mich darum auch gar nicht gekümmert und war ja auch sowieso relativ abstinent auf YouTube, also bin natürlich nach wie vor Shakes and Fidget, aber ich habe es ja schon öfter mal erwähnt, man hat immer so Phasen und im Moment habe ich eine Phase, wo ich neben dem Private Life, wir machen viel in der Wohnung aktuell, viele Ausflüge, Geburtstag, dann Urlaub, dies, das, mit Kind sowieso, dass ich auch relativ viel Sport mache, heißt zweimal die Woche Fußballtraining und Spiel, wenn es hochkommt, im besten Falle, das nimmt auch nochmal ein bisschen Zeit weg und vor allen Dingen auch Lust, dann abends manchmal noch ein Video zu machen, weil man einfach auch ein bisschen müder ist als sonst. Also mit 34 ist es nicht mehr so wie mit 17, ja. Aber auf EU10 geht was. Man sieht es hier mal kurz eingeblendet bei den Dungeons, wenn man die letzten Tage gar nicht viel gemacht hat. Und von legendären Dungeon wäre es halt sinnvoll, da nochmal ein bisschen im Level hochzusteigen. Das Königreich jetzt hier auf EU10, das ist auch auf einem ordentlichen Pfad. Wir waren ja im Hellewetter nicht schlecht dabei und sind auch im Moment in der Ehrenhalle so auf dem Weg Richtung Rang 4. Und das ist auf jeden Fall auf diesem sehr interessanten Server sehr genial. Wir haben ja die Avatar Challenge. Ja, einige, also nicht alle Spieler spielen leider mehr, wie sie auch angefangen haben, aber es sind ein paar Rekorde entstanden und so oder so, selbst die, die jetzt die Avatare nicht gewonnen haben, da sind einige dabei, wie zum Beispiel der Blotz bei uns, ja, der zweitbester Druide gewesen ist in der Challenge. Die spielen halt weiter. Da ist ein gutes Potenzial dabei und der Dungeon, der halt auf jeden Fall am sinnvollsten jetzt ist, der im 13. Stock, der gibt die meisten XP. Da hatte ich eine Chance von 5% und ja, es könnte sein, dass es ein bisschen komisch aussieht. Also ich einen gewissen Lag bei mir verspürt auf der Steam-Version. Ich habe aber auch jetzt nichts irgendwie versucht rauszufinden, ob das jetzt wirklich so laggt. Ich hatte das Gefühl, am Handy hat es nicht geleckt. Also ich habe hin und wieder am Handy gespielt in den letzten 3 Tagen, aber hauptsächlich nur auf EU10. Die Story nebenbei. Auf EU1 bin ich gekickt worden. Ich habe mich nicht abgemeldet, das war das Problem. Ich hätte mich abmelden sollen. Also das war meine Schuld. Ich habe irgendwie nicht daran gedacht. Also es ist auch tatsächlich so, selbst wenn ich abends dann mal Zeit oder Energie habe, dann habe ich aktuell dann auch wieder ein bisschen mehr Bock nur zu zocken. Das Problem ist halt auf der einen Seite, ne, Fußball interessant. Also ich gucke auch viel mehr Fußball-Content auf YouTube, um mich balltechnisch auch ein bisschen zu verbessern. Und dann, wenn ich zocke, zocke ich halt dann wieder so Rocket League oder auch PUBG, weil auch im PUBG Competitive-Bereich, sagen wir es mal so, wieder ein bisschen mehr abgeht. Und ja, also klar, man macht seine Alu und klickt dann alles runter, so 23.30 Uhr gehe ich dann nochmal die meisten Server durch, um die Daily Rewards zu kriegen und vielleicht auch Weekly Rewards. Das habe ich heute alles gemacht, auf zumindest EU10, auf EU5 und auf S41.de. Das sind ja die wichtigsten Server. Und ja, aber der legendäre Dungeon, der bringt natürlich auch ein bisschen was, um, ich sag mal, auch ein bisschen wieder Spiellust, ein bisschen mehr Motivation reinzukriegen, mehr zu machen. Ja. Deshalb finde ich die Events wirklich sehr gut. Der Hellewetter ist für mich immer so ein Event, wo ich tatsächlich auf vielen Servern dann mehr mache. Also dort, wo mir der Hellewetter auch, sag ich mal, in gewisser Form wichtig ist. Und beim letzten Hellewetter hat man ja gesehen, dass ich das auf 5 Servern gemacht habe. Und ja, ansonsten, legendäre Dungeon ist immer so dann serverabhängig. Also auf manchen Servern gehe ich da richtig gut rein, auf anderen Servern wiederum gar nicht, weil das halt meistens mit der Dungeon-Pause zu tun hat, ne? Also auf EU1 oder EU5 werde ich da nicht so viel machen. Auf EU5 vielleicht ein bisschen reingucken. S41 wäre sinnvoll, weiß ich aber nicht, ob ich es schaffe. EU10, ganz klar. Ja, da muss ich auch nochmal aufladen. Und das ist schon so, sage ich mal, dass das nicht unrelevant ist. Ja, also damit ordentlichen legendären Items nach dem Level-Push nochmal reinzugehen,
macht sehr viel Sinn. Ja, ich glaube, mittlerweile sind wir schon in der Schattenwelt angekommen, weil in der Lichtwelt habe ich, glaube ich, relativ viele Dungeons gelegt, die irgendwo legbar waren. Ja, ich habe auch geguckt, ich glaube, bis zum Hellzyklopen, genau, Fire Elemental könnte ich auch schlagen, aber die Prozente waren dann doch nicht mega riesig. Also zwischendurch habe ich immer mal die Prozente gecheckt. Klar, mit höherem Level, besseren Skills, vielleicht besseren Epics sieht es besser aus. Aber bei den Epics habe ich bei dem Kleidern ganz gut Glück teilweise, aber im Main Char eigentlich nicht. Also meine aktuelle Waffe hat auch keine gute Spanne. Sie ist auch nicht mehr ganz aktuell. Ich hatte gehofft, vielleicht, indem ich mir den Twister aufhebe, dass ich da eine gute Waffe kriege. Ja, hin und wieder bei einigen Items passt es. Aber auch da ist der legendäre Dungeon natürlich sehr gut. Ich werde über den legendären Dungeon Items ziehen, werde auch damit hoffentlich etwas bessere Runen haben. Und also so sieht es auch bei mir im Arena Manager aus. Ich habe da jetzt nicht jeden Händler mitgenommen und ich will auch nicht platinieren. Habe aber wenigstens die Toilette komplett und mache dann meistens immer so, dann 7-Tage-Skip. Und zwischendurch nehme ich das mit. In der Festung sieht man auch Leute wie Frustration oder Odin aus Royal Guard sind bei mir im Rangbereich. Also ich bin da auch abgerutscht im Rangbereich, weil ich natürlich nicht immer die Angriffe gleich gemacht habe, wenn es möglich ist. Aber die sind auch ein bisschen abgerutscht und die geben ganz gute Ressourcen. Meine Festung ist ja auf 15, jetzt ist es halt die Hall of Night, die man hochziehen wird und müsste. Und ja, das ist so mein Ziel. Also ich spiele die Festung ordentlich, ich spiele sie nicht genial, richtig geil, stark, aber ich spiele sie ordentlich. Und das passt. Ich orientiere mich auch an den Werten, die ich brauche für Festung 16, was ich für Hall of Night 15, also brauche ich ja weniger, aber ich brauche ja auch noch was für 13, 14. Ich will eigentlich versuchen, das in einem Rutsch zu kriegen. Der legendäre Dungeon kann da auch definitiv helfen. Und das Video ist jetzt, glaube ich, vorbei. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Haut rein, macht euch Tschüss und Servus, euer Basti.